Die Technobarbaren. Und nein, das Ganze hat nichts mit der Musikrichtung zu tun. Diese Krieger sind nicht in Lack und Leder über das alte, antike Terra spaziert und haben sich Teile geschmissen. Das Techno in dieser Geschichte steht für Technologie. Wir befinden uns im Zeitalter der Zwietracht. Die Menschheit hat sich nach Kriegen gegen die KI zurück ins Mittelalter gejagt und der technologische Fortschritt ist wie eingefroren. Die Erde bzw. das, was noch davon übrig ist, wird von den Technobarbaren beherrscht. Mächtige Kriegsherren. Sie vereinten ihre kriegerische Kultur mit einer Mischung aus Brutalität und Technologie. Ihre motorisierten Rüstungen wurden später sogar die Grundlage für die Entwicklung der Space Marine Rüstung. Und die ersten Versionen der Kettenschwerter hatten sie sogar auch. Sie führten Kriege mit veralteten, aber immer noch tödlichen Maschinen, genetisch veränderten Kriegern und oft grotesk mutierten Sklavenarmeen. Viele dieser Barbaren verehrten vergessene Götter oder beschäftigten sich mit verbotenen Wissenschaften. Städte und Regionen wurden zu Festungen, die von ihren Armeen mit eiserner Faust und fortschrittlichen Waffensystemen verteidigt wurden. Und wenn das Thema bis jetzt interessant klingt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, denn 70% von euch haben den Kanal noch nicht abonniert. Lasst dem Video jetzt ein Like und Abo da. Dankeschön. Es gab unfassbar viele Stämme von diesen Barbaren, die verschiedene, teilweise riesige Gebiete kontrolliert haben. Sie rivalisierten untereinander und führten Kriege, die den Planeten immer weiter verwüsteten und die verbleibende Menschheit endgültig an den Rand der Auslöschung schickte. Ich habe bei dieser hochinteressanten Kultur irgendwie immer ein bisschen Mad Max im Kopf. Und ich denke auch, dass man sich das so irgendwie vorstellen kann. Diese Zeit war geprägt von endlosen, sinnlosen Kämpfen, gegenseitiger Plünderung und der gnadenlosen Unterdrückung der restlichen Bevölkerung von Terra. Da es keine zentrale Regierung gab und Gesetze, außer das Gesetz des Stärkeren, keine Rolle mehr gespielt haben, konnten sich am Ende die brutalsten ihrer Art durchsetzen. Und zwei von diesen Herrschern sind da besonders herausgestochen. Auf der einen Seite war dort Kalagan, der Tyrann von Oersch. Er hatte eine große Armee von psionisch begabten Kriegern und versammelte Mutanten, um große Teile des damaligen Asiens zu kontrollieren. Auf der anderen Seite war Nathan Doom, der Anführer der nordafrikanischen Stämme. Er setzte lieber auf kybernetisch verbesserte Krieger mit übermenschlicher Stärke. In dieser Zeit wurden viele Grundsteine für das gelegt, was wir heute noch aus den Geschichten von Warhammer 40k kennen. Aus diesem Grund finde ich es auch unfassbar schade, dass es so wenig Infos aus dem dunklen Zeitalter der Technologie und dem Zeitalter der Zwietracht gibt. Ein paar Bücher in dem Setting wären unfassbar erfrischend. Aber auch die Zeit der Hardstyle-Barbaren ging irgendwann zu Ende. Unsere Hauptfigur hat sich offenbart und begann einen gewaltigen Eroberungsfeldzug, welcher die Zukunft der Menschheit komplett verändert hat. Der Imperator zeigte sich in seiner wahren Gestalt und startete die Vereinigungskriege, um die zerrüttete Menschheit von Terra zu vereinen. Aber da der Mensch teilweise nicht der größte Fan von Diplomatie ist und warum auch immer in dem Zeitalter viele Bock hatten, sich zu fetzen, brauchte der Imperator eine Armee. Und da viele Herrscher zu dieser Zeit auf genetisch verbesserte Krieger gesetzt haben, hat der Imperator seine eigenen erschaffen. Die Donnerkrieger. Man könnte sagen, sie waren der Vorgänger für die Space Marines, die wir heute kennen. Nach der Bildung eines eigenen kleinen Machtbereichs, der Absicherung seiner Machtbasis und Forschungsstätten sowie dem Aufbau einer konkurrenzfähigen Armee begann der Imperator mit dem Vereinigungskrieg die Ausdehnung seines Reiches auf Terra. Die Vereinigungskriege waren erbittert und blutig, aber am Ende stand der Imperator mit seinen Donnernkriegern da und konnte die Technobarbaren, welche sich ihm nicht anschließen wollten, vernichten, ihre Festung zerstören und ihre Kulturen auslöschen. Terra wurde unter die Kontrolle des Imperators gebracht und die einstigen Herrscher über das zerrissene Terra sind nur noch eine Randnotiz in den Akten des Imperiums der Menschheit. Aber ich finde diese Zeit bei Warhammer so unfassbar interessant. Alleine wenn man das Wort Technobarbaren hört, muss man irgendwie direkt an so ein Mittelalter-Szenario oder noch früher denken. Aber man darf nicht vergessen, dass die Menschheit aus ihrem absoluten technischen Hoch kam. Also es existierte zu dieser Zeit auch noch Kram wie Genforschung und die Technik, um Menschen kybernetisch zu verbessern. Selbst in dieser barbarischen Zeit bei Warhammer waren die Technobarbaren unserer heutigen Zeit immer noch meilenweit voraus. Und genau das macht es einfach so unfassbar schade. Ich hätte auch gerne mehr Artworks, um das Ganze zu visualisieren und um sich das halt auch irgendwie ein bisschen besser vorzustellen. Aber abschließend kann man nur sagen, dass diese Zeit unfassbar interessant ist und wenn ihr Lust auf mehr Videos aus dem dunklen Zeitalter der Technologie oder aus dem Zeitalter der Zwietracht habt, dann lasst es mich gerne wissen. Der Imperator beschützt.